Verletzte Katze gefunden. Unverhofft kommt oft. Du fährst irgendwo mit dem Auto entlang und siehst schon von weitem etwas auf der Straße liegen. Dein Herz bleibt fast stehen, denn du erkennst, dort liegt ein Tier. Es ist eine Katze. Halte sofort am Straßenrand an, aber nur da, wo es gefahrlos geht. Deine Sicherheit ist auch wichtig. Ist dir das nicht möglich, weil die Stelle schwer erreichbar ist, so merke dir den genauen Fundort und rufe umgehend und ohne zu zögern einen Tierschutzverein in der Nähe oder einen regionalen Tiernotruf an und bitte darum, das Tier zu bergen. Handle schnell und besonnen. Es zählt jede Minute. Wenn du Angst hast, atme erst ein paar Sekunden tief aus und ein, sortiere deine Gedanken und bringe dich in den Helfermodus. Du willst das Tier retten? Fahre auf keinen Fall untätig dran vorbei. Das machen leider schon genug andere. Wenn du zögerst, erinnere dich daran, was wäre, wenn das mein Tier wäre? Durchatmen. Nach dem Parken ziehst du bestenfalls deine Warnweste an, nachdem du den Warnblinker angeschaltet hast. Sei bitte besonders vorsichtig im Dunkeln und schätze die Gefahr realistisch ab. Bringe dich nicht selbst in Gefahr. Wenn du einmal Handschuhe dabei hast, dann ziehe diese an und nimm dein Chip-Lesegerät und dein Handy gleich mit. Damit du die Hände frei hast, stecke alles in deine Jackentasche. Dein Handy brauchst du eventuell als Taschenlampe, aber vor allen Dingen, um Fotos von der Katze zu machen. Nähere dich vorsichtig dem Tier. Du weißt nicht, ob es noch lebt oder bereits verstorben ist. Verletzte Tiere können aggressiv reagieren, wenn sie noch die Kraft dafür haben. Erfahrungsgemäß sind sie aber schon so sehr geschwächt, sodass sie sich nicht mehr wehren. Du erkennst, ob die Katze noch lebt, wenn sich der Brustkorb durch den Atem hebt und senkt. Auch die Augen geben Auskunft darüber, ob noch Leben im Tier steckt. Hat es einen glasigen, stumpfen, starren Blick und ist der Körper bereits steif und kalt, so lebt das Tier nicht mehr. Mache bitte Fotos vom Tier. Schaue auch nach eintätowierten Nummern in den Ohren und gebe auch diese bei Tasso und Findefix durch. Sind die Nummern schlecht zu erkennen, leuchte mit dem Handy durch die Ohrmuscheln. So sind die Ziffern besser zu erkennen. Prüfe auch das Geschlecht der Katze. Dies alles machst du aber nur, wenn das Tier tot ist. Denn es gilt bei verletzten Tieren keine Zeit zu verlieren. Erst das Leben retten und dann wird der Tierarzt nach Tattoos im Ohr und einem Chip unter der Haut schauen. Ist das Tier tot, so checke es mit deinem Chip-Lesegerät, ob es eine Nummer hat und notiere diese. Der Chip befindet sich meistens auf der linken Seite in Höhe des Schulterblattes. Checke aber die ganze Katze mit deinem Lesegerät. Manchmal wandert der Chip im Laufe eines Katzenlebens. Rufe Tasso und das Deutsche Haustierregister, letzteres heißt jetzt neu Findefix, an und gib die Nummern durch. Hast du kein Chip-Lesegerät, so schaut der Tierarzt danach, zu dem du das Tier bringst. Ein etwaiger Besitzer wird durch die Organisation ermittelt. Du bekommst dann im Normalfall keine Rückmeldung mehr von der Organisation. Jedoch kann es sein, dass sich der Besitzer des Tieres bei dir meldet, wenn du deine Daten bei der Organisation hinterlässt und das tote Tier nicht beim Tierarzt verbleibt, sondern am Fundort. Sei dir gewiss, du hast einem Tierhalter großen Dienst getan, denn du hast ihm die Ungewissheit genommen und er kann Abschied nehmen, wenn das Tier rückvermittelt werden kann. Alles Weitere, wie zum Beispiel die Abholung der Katze bzw. das Durchgeben des Fundortes, klärt ihr dann persönlich bzw. der Arzt mit dem Besitzer. Du hast jetzt aber festgestellt, dass das Tier noch lebt. Bleib ruhig, das ist die halbe Miete und sehr wichtig. Manchmal geben Katzen, die verletzt sind, leise Schmerzlaute oder gar ein Maunzen von sich, das anhaltend sein kann. Rufe die nächstgelegene Tierarztpraxis oder Tierklinik an und gebe durch, dass du gleich losfährst und einen Notfall dabei hast. Erkläre kurz, in welchem Zustand das Tier ist, damit sich die Tierärzte darauf einstellen können. Mache dir keine Sorgen um die Kosten. Tierarztkosten von verunfallten Fundtieren werden von der Gemeinde oder dem ermittelten Besitzer bezahlt. Für dich entstehen keine Kosten. Aber selbst wenn das so wäre, sollte dich das nicht davon abhalten, einem Tier sein Leben zu retten. Nachdem du den Tierarzt telefonisch kontaktiert hast, holst du eine Decke oder ein Handtuch aus deinem Auto.
Notfalls geht auch deine Jacke. Achte darauf, dass das Tier mit dem Handtuch oder der Decke warm gehalten wird, damit es nicht auskühlt. Du legst das Tier auf die Decke oder das Handtuch und anschließend in einen Transportkorb, der von oben zu öffnen ist, oder in einen Karton. Versuche, die verletzte Katze so wenig wie möglich zu belasten oder zu bewegen. Das Tier bleibt auf der Seite liegen, auf der du es gefunden hast. Stelle den Transportkorb auf den Rücksitz. Ich habe verletzte Katzen auch bereits in einem alten Wäschekorb auf Handtüchern gebettet zum Tierarzt gefahren. Und dann ab in die nächste Tierklinik oder zum Tierarzt. Sofort! Halte dich unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und bleibe so ruhig wie möglich. Rede während der Fahrt sanft mit der verletzten Katze und sprich ihr Mut zu. Sende ihr Liebe. Deine Ruhe überträgt sich aufs Tier und beruhigt es. An der Tierarztpraxis angekommen, stellst du dich mit dem Transportkorb im Arm nicht an der Schlange an, sondern sagst bereits beim Betreten, dass du der Notfall bist, der gerade angerufen hat. Die Tierarzthelferinnen an der Rezeption dort sind informiert. Keiner der wartenden Menschen wird böse auf dich sein, wenn du dich vordrängelst. Du übergibst das Tier den Tierärzten und wartest bestenfalls auf das Ergebnis. Manche Katzen werden es schaffen, andere nicht. Aber es ist sicher auch für dich wichtig, wie es ausgegangen ist. Wichtig ist, dass du hilfst. Wenn du möchtest, kannst du anschließend die Tierarzthelferin informieren, dass du morgen nochmals anrufen wirst, um zu erfahren, wie es verlaufen ist und ob der Besitzer ermittelt werden konnte. Beruhige dich nach dem ganzen Geschehnis. Das ist wichtig. Gib dir die Zeit, runterzufahren. Du hattest gerade ziemlich Adrenalin. Geh vielleicht ein Stückchen spazieren. Dein Einsatz ist wundervoll. Doch lass das Erlebte nicht zu nah an dich heran. Du hast dein Bestes getan und mehr als viele andere. Danke dafür. Du weißt nicht, ob die Katze ein Streuner ist oder bei einer Familie lebt. Deswegen sprühe dein Auto innen mit Antiparasitenspray ein, sodass Flöhe keine Chance haben zu überleben. Denke auch daran, den Transportkorb und deine Decke zu reinigen und entsorge deine benutzten Einmalhandschuhe rasch. Egal ob tot oder lebendig, melde die gefundene Katze mit Fotos in den bestimmten Gruppen in sozialen Netzwerken. So konnten schon viele Katzen dem Besitzer zurückgeführt werden. Dankeschön für dein Engagement und deinen tatkräftigen Einsatz für die Tiere und auch im Sinne der Menschen. So hilfst du, die Welt ein bisschen besser zu machen. Fahre auch immer angemessen und mit wachem Blick, damit du kein Tier überfährst. Hund, Katze, Igel, Reh, Wildschwein und viele mehr danken es dir. Und hier noch eine kurze Liste, was du immer im Auto bei dir führen solltest. Chip-Lesegerät, Warnweste, Einmalhandschuhe, altes Handtuch oder Decke, Plastiktüten, Transportkorb, der oben zu öffnen ist, oder einen Karton, Desinfektionsmittel, Antiparasitenspray. Alles Liebe, deine Tanja Hansen.